Vibrava ist ein Pokémon mit den Typen Boden und Rache, existiert seit der dritten Spielgeneration, entwickelt sich aus Knackleon und kann sich selbst zu Libeldra weiterentwickeln. Vibrava ist ein mittelgroßes und flugfähiges Pokémon, welches an eine Ameisenjungfer oder Libelle erinnert. Sein schlanker, hellbraun gefärbter Körper setzt sich aus verschiedenen Segmenten zusammen und läuft in einen spitzen Schweif aus, der mit zwei fächerartigen grün-schwarz gefärbten Strukturen verziert ist. An der Vorderseite sitzt der rundliche Kopf mit zwei großen, grün gefärbten Augen und zwei Fühlern. Vibrava verfügt zudem über zwei schlichte, dünne Beinpaare und zwei auffällige große Flügelpaare, die ebenfalls grün mit schwarzem Rand gefärbt sind. Und in der Shiny-Form verändert sich die Augenfarbe zu einem Orange-Braunton, exakt wie auch die Flügel, der restliche Körper bleibt exakt gleich. Vibrava verfügt über relativ ausgeglichene Werte, aus denen seine vergleichsweise hohe Geschwindigkeit und seine Angriffsfähigkeit herausstechen. Vibrava nutzt seinen sandigen Lebensraum für eine Vielzahl von Bodenattacken wie Erdbeben, Dampfwalze oder Lehmschelle aus. Es kann Sandstürme beschwören und mittels Steinhagel Felsbrocken auf Feinde herabregnen lassen. Kennzeichnend jedoch sind die hochfrequenten Geräusche, die es durch Schlagen seiner Flügel auslöst. So kann es Feinde mittels Superschall verwirren, per Kreideschrei schwächen oder mittels beispielsweise Ultraschall oder Überschallknall direkt attackieren. Vibrava verfügt durch seine Flugfähigkeiten über die Fähigkeit Schwebe, welche es vor Bodenattacken schützt. Vibrava bewohnt trockene und wüstenartige Lebensräume. Die Flügel, die es bei der Entwicklung ausgeprägt hat, sind noch nicht ausgewachsen und daher nur zum Überwinden kurzer Flugdistanzen geeignet. Jedoch nutzt Vibrava sie zur Jagd aus. Das Vibrations-Pokémon erzeugt durch heftiges Schlagen und Aneinanderreiben der Flügel Ultraschallwellen, die so kräftig sind, dass sie auch bei Menschen heftige Kopfschmerzen verursachen können. Trainer, die sich mit ihm beschäftigen, sind auf Gehörschutz angewiesen. Hat es Beutefeinde mittels der bizarren Töne betäubt, vergräbt Vibrava seine bewusstlose Beute im Wüstenland, um sie zu konservieren. Schließlich löst es sie mit Hilfe von Säure auf und schlürft Überreste. Es nimmt täglich viel Nahrung zu sich, um sein Wachstum zu fördern. Dabei ist Vibrava der zweite Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe, entwickelt sich aus Knackleon und kann sich selbst zu Libeldra weiterentwickeln. Im Laufe der Entwicklungen verwandelt sich das Pokémon von einem im Sand versteckten Käfer über eine insektenhafte flugfähige Form hin zu einem großen, gefährlichen Jäger. Auffällig ist hierbei, dass sich Knackleons Körperfarbe von den seiner Weiterentwicklungen unterscheidet. So ist Knackleon in einem rötlichen Braun gefärbt, während Libeldra und Vibravas Körper grün sind. Knackleons Erscheinung basiert hierbei vermutlich auf der eines Ameisenlöwen. Währenddessen basiert die seiner Weiterentwicklung vermutlich auf einer Ameisenjungfer oder einer Libelle, welche in der Biologie ebenfalls als das höhere Entwicklungsstadium eines Ameisenlöwen zu finden ist. Und bei der Entwicklung zu Libeldra erweitert sich der Körper dieses Wesens, welches erst an einen Netzflügel erinnert, durch Elemente eines Drachen. So wird Libeldras Körper kräftiger und es bilden sich Hände mit Krallen. Dabei wird die Entwicklung in den Spielen von Knackleon zu Vibrava auf Level 35 und von Vibrava zu Libeldra auf Level 45 ausgelöst. Mit der Typenkombination ist es nun immun gegen Boden- und Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift-, Gesteins- und Feuerattacken, doppelten Schaden gegen Drachen- und Feeattacken und vierfachen Schaden gegen Eisattacken, der Rest macht normalen Schaden.